heutige Veranstaltung ist sozusagen dazu da, so weitestgehend die Ergebnisse der Planung vorzustellen. Also nochmal sozusagen für die, die beim letzten Mal nicht da waren. Wir haben hier sozusagen zwei Fördertöpfe, die wir nutzen können. Das ist einmal sozusagen eine Bundesförderung zur Klimaanpassung von Parkanlagen, die wir hier sozusagen innehaben, und die Städtebauförderung, das ist dann das Projekt Grünsee mit Wallanlagen. Und sozusagen das Klimaanpassungsprojekt, das ist sozusagen begrenzt in der Zeit. Insofern haben wir da jetzt auch so ein bisschen Zeitdruck und kommen jetzt höchstwahrscheinlich dann auch im Herbst und nächstes Jahr in die Umsetzung. Und deswegen haben wir jetzt eben auch einen Planungsstand, der jetzt dann auch in den nächsten Wochen der Politik vorgestellt wird. Und im Zuge dessen wollen wir Ihnen eben diese Informationen auch zurückkoppeln. Wir sind dann losgegangen und wir haben da auch so ein Werkzeug, so ein Stecken, und sind entlang des Teiches gegangen und haben hier in diesem Bereich die historischen Wege auch wiedergefunden, die davor noch in der Nutzung waren. Und das ist ein wesentliches Ziel der Gestaltung des Parkes, diese Wege wieder nutzbar zu machen, sie wieder aufzudecken, diese Baustraße rückzubauen, die hier im Moment die Wiesenflächen auch so stark durchkreuzt, und den neuen Weg wieder entlang der Teiche anzulegen, um da zum einen das Wassererleben möglich zu machen, aber auch um wieder große zusammenhängende Wiesenflächen zur freien Nutzung zu schaffen. Nichtsdestotrotz wird der Eingriff erstmal optisch sehr massiv sein, dadurch, dass wir diese komplette grüne Wand eigentlich vereinzeln, also im Grunde entfernen, und nur Einzelbäume bleiben bestehen. Oder werden, wo große Lücken sind, werden dann neue nachgepflanzt. Und zwar Bäume, die klimaresistent sind. Klimaresistenz wurde erprobt an Bäumen über Jahrzehnte im Stadtgebiet. Welche Baumarten sind besonders gut geeignet bei starker Trockenheit, bei strahlungsintensiven Straßenschluchten, die sehr trocken und heiß werden im Sommer. Und diese Baumarten, die würden wir dann hier auch etablieren wollen, wenn wir nachpflanzen. Es gibt also in den GALK-Listen, das heißt, das sind Gartenamtsleiter mehrerer Kommunen und Städte, haben also Versuche angestrebt und in den sogenannten GALK-Listen die Baumarten aufgeführt, die geeignet sind als Straßenbaum oder auch für Extremstandorte. Es sind keine einheimischen Bäume, sondern es sind Bäume aus kontinentalen Herkunftsländern, Asien, Amerika. Vielleicht einmal zum Thema Neupflanzungen, weil das echt ein ganz besonderer Standort ist. Also man sagt ja immer diese trockenen Sommer, dabei ist es hier eigentlich immer feucht. Und das ist eigentlich gerade diese wechselnden dieser schwankende Grundwasserstand ist, der den Standort sehr, sehr schwierig macht, um jetzt hier die richtigen Bäume zu wählen, die hier zukünftig zu pflanzen sind. Die ja zum einen dem historischen Charakter entsprechen sollen, zum anderen aber auch hier ökologisch ankommen sollen. Also wir als Büro, wir gehen jetzt im Moment immer einmal im Monat raus und graben hier Löcher, um zu gucken, wie hoch das Wasser steht. Und das ist tatsächlich hier bis 40, 50 Zentimeter unter der Rasensode, da steht das Grundwasser, wo man eigentlich denken sollte, das ist doch alles in Ordnung, die Bäume haben genug Wasser. Aber dadurch, dass nur so kleine Pegelschwankungen sind, ist es unheimlich schwierig für die Bäume, sich darauf einzurichten. Ja. Aus der Begehung im Herbst habe ich irgendwie im Kopf, dass es mit zarter Hand ausgelichtet werden sollte. Das habe ich jetzt eben nicht ganz so rausgehört. Und dabei denke ich jetzt halt eben auch an die Tiere, die hier also in diesen Gebieten natürlich heimisch sind und diese ganz viele Deckung auch wahrscheinlich benötigen. Wir erleben das jeden Tag. Ja, gut. Also Lebensraum für Tiere und Menschen, das ist immer ein gewisser Konfliktraum, sage ich mal so. Und diese Parkanlage zeigt das auch. Und es wird auch deutlich werden, dass nach dem Eingriff, der hier stattfindet, durchaus weniger dichtes Gebüsch da ist, wo Brutmöglichkeiten sind. Dass diese 5,5 Hektar hat dieser Park, ne? Und die sind, wenn man jetzt hier steht, steht man in diesem grünen Korridor und erlebt davon eigentlich nichts. Und dass es dann auch wieder möglich sein wird, also diese Blickbeziehung über die Wasserflächen hinweg zu haben, um diesen Park wieder in seiner Gänze erlebbar zu machen. Ich kann gerne noch mal was zur Vorgehensweise sagen. Also der Park war jetzt ja über eine sehr lange Zeit praktisch den Leuten quasi enteignet, wegen einer punktuellen Baumaßnahme. Und Sie haben gerade gesagt, dass der Park ja eine ganze Menge Hektar hat. Da kann ich eigentlich nicht nachvollziehen, dass man den Bau nicht so organisieren kann, dass der Park, auch was die Wegebeziehungen angeht, weiter nutzbar ist während der Zeit.
dass man dann den Leuten hier im Umfeld einen Park für diese lange Zeit letztendlich, wird ja nicht bei anderthalb Wochen bleiben, wieder nimmt. Das finde ich, da frage ich mich, wird das überhaupt eine Verbesserung, ne, wie diesen großen Verlust wert ist, was die da vorhaben? Aber das sind tatsächlich auch so diese zwei Bauabschnitte, das wird sozusagen erst dieser Kernbereich geschlossen sein, da wird derzeit der Kehrwieder Wall komplett offen bleiben und dann wird das sozusagen getauscht, dann ist hier offen und der Kehrwieder Wall geschlossen. Aber man wird nicht ganz drum herum kommen, ne? Also das war jetzt einfach Pech, dass sozusagen die Kanalarbeiten sozusagen schon im Vorfeld sozusagen für fast ein Jahr den Park geschlossen haben und wir jetzt sozusagen danach kommen und jetzt nochmal erklären müssen, dass er eben nochmal geschlossen wird. Aber wir werden leider nicht komplett drumherum kommen. Aber dafür eben kriegen wir dann auch eine neue Parkanlage. Thank you.